In Koproduktion mit dem Deutschen Nationaltheater Weimar und der Oper Stuttgart hat das Anhaltische Theater Dessau in der vergangenen Spielzeit Modest Petrovic Mussorgskis musikalisches Volksdrama Giovanchina auf die Bühne gebracht. Am Samstag, den 16. Juni, erlebt die vom Publikum begeistert aufgenommene Inszenierung von Andrea Moses nun ihre Weimarer Premiere. Die musikalische Leitung des monumentalen Werkes, für das sich um 18 Uhr im Großen Haus erstmals der Vorhang hebt, liegt in den Händen des ersten Kapellmeisters Martin Hoff, der für die Oper neben der Staatskapelle Weimar auch ganze 3 Chöre managen muss. Ja, bei Mussorgskis Oper sind halt enorme Chormassen verlangt. Ne? Also er teilt das Volk auf in gleich 3 Gruppen, die Strelitzen, quasi eine Armee, das Moskauer Volk und die Altgläubigen. Und als Haus unserer Größe kann man das eben nur machen, wenn man koproduziert, in diesem Fall mit dem Theater in Dessau und dem Kinderchor des Goethe-Gymnasiums, auch das. Also es sind 100 Choristen auf der Bühne. In einem epischen Szenarium, das die Zeitspanne von 50 Jahren politischen Wirren bis zur Machtübernahme von Zar Peter dem Großen Ende des 17. Jahrhunderts bündelt, entwirft Mussorgski ein bedrückendes Bild Russlands in all seinen widerstreitenden Facetten. Held seiner Choroper ist das Volk selbst, das nicht länger Spielball im Machtkampf der progressiven und konservativen Kräfte sein will und als fundamentales Zeichen innerer Opposition den Weg des kollektiven Selbstmords wählt. Die Fragen, wie Russland regiert werden soll und wo dabei das Volk bleibt, sind bis heute aktuell und stehen im Zentrum der Inszenierung von Andrea Moses, die mit aktuellen Bezügen den Bogen vom 17. Jahrhundert in die russische Gegenwart schlägt. 5 weitere Vorstellungen sind geplant. Am 24.06., 8.07., 7. und 31.10. und am 15.12.